Die Gemeinde Wangen-Brütisellen im Zürcher Glattal hat rund 7600 Einwohner und ist nicht nur wegen dem Stau am Brütiseller Kreuz bekannt. Internationale Firmen wie Coca-Cola Schweiz haben sich hier niedergelassen. Die Gemeindeverwaltung mit rund 60 Mitarbeitenden ging letztes Jahr neue Wege. Seit März 2014 bezieht die Gemeinde die gesamte Informatik aus der AXC-Cloud. Stefan Schneider ist Abteilungsleiter Steuern und IT-Verantwortlicher der Gemeinde. Er ist zudem engagiert als Präsident der IG Nest Steuern im Kanton Zürich, Vorstandsmitglied des VGS, dem Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürichs, und erzählt uns vom Weg in die Cloud. Was hat die Gemeinde Wangen-Brütisellen letztlich zu diesem Schritt bewogen? Geben Sie damit nicht die Zügel aus der Hand? Nein, das ist definitiv kein Widerspruch, wenn man in eine Cloud geht, dass man da die Zügel aus den Händen verliert. Die Schlüsselstellen, wie zum Beispiel Strategie, die Verbindung von Business- und Informatikmitteln, was hier der geeignete Weg ist, die Mitarbeiterzufriedenheit steuern und so weiter, das hat man weiterhin fest in den Zügeln. Man hat verschiedene Gremien eingeführt, die sicherstellen, dass wir die zentralen Themen mit unserem Partner besprechen können, optimieren können und auch weiterentwickeln können. Also ein wichtiger Schritt oder ein wichtiges Problem, das wir stetig hatten, ist, dass wir 23 Partner hatten, die wir koordinieren mussten. Und es war sehr zeitintensiv. Aber auch die steigenden Sicherheitsanforderungen, die wir erfüllen mussten, sei es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, aber aufgrund der stetig sich wandelnden Veränderungen, ist es zentral, dass wir hier einen verstärkten Fokus darauf setzen müssen, damit wir eine sichere Informatik haben. Wir haben ja doch die einen und anderen Daten, die den sensitiven Charakter erfüllen. Denn aber auch die Verfügbarkeit der Systeme waren wir nicht vollends zufrieden. Auch der Support für die Mitarbeitenden war nicht zufriedenstellend. Aber auch neue Lösungen mussten ran für das Mobile Devices. Denn auch da hatten wir von den Mitarbeitern, von den politischen Gremien neue Anforderungen zu erfüllen. Und so haben wir uns eigentlich überlegt, wie können wir all diese Bedürfnisse gerecht werden und was für einen Zukunftsweg wollen wir gehen. Ich denke, das waren so die zentralen Leidenspunkte, die wir da zu bewältigen hatten. Wir haben dadurch auch ein zweistufiges Verfahren eigentlich hinter uns. Zuerst von einer klassischen Informatik haben wir zu einem klassischen Rechenzentrumsbetrieb gewechselt, bereits im 2007. Und haben jetzt im 2014 einen weiteren Schritt in eine weitergehende Cloud-Lösung vollbracht. Wie gehen Sie in Bezug auf die Datensicherheit um? Also in puncto Sicherheit haben wir weiterhin einen sehr zentralen Lead. Also die können wir nicht delegieren. Aber wir müssen sicherstellen, dass der neue Cloud-Partner natürlich sich bewusst ist, in welchem Umfeld er sich befindet mit Gemeinden und welche rechtlichen und sicherheitsrelevanten Themen er erfüllen muss. Also wir haben dies vor allem mit vertraglichen Regelungen schlussendlich gelöst. Also wir haben alle rechtlichen Grundlagen in die Vertragswerke mit eingebunden, so dass der Cloud-Partner weiß, was er erfüllen muss. Wir haben ein umfassendes Monitoring, also wir sehen die Leistungen, die wir vereinbart haben, dass diese auch erfüllt werden. Wir machen externe Audits, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn man alles outsourced, also auch zu prüfen, wird das, was wir miteinander vereinbart haben, auch wirklich gelebt oder haben wir irgendwelche Löcher noch, die wir optimieren müssen. Wir haben ein internes Kontrollsystem auch, also gewisse Tätigkeiten überprüfen wir, ob das der Leistungspartner auch erfüllt. Wir stehen im stetigen Kontakt mit dem Datenschutzverantwortlichen des Kantons Zürich. Das ist ein ganz wichtiger Partner, der uns auch berät in Sicherheitsfragen, wo wir dann auch weitergeben können. Dann ist ein wichtiger Punkt aber auch die Schulung des Personals. Also wir müssen das Personal sensibilisieren auf die heutigen Risiken. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da können wir nicht delegieren an einen Cloud-Partner. Da stehen wir weiterhin zentral in der Verantwortung. Aber auch die Weiterbildung des IT-Verantwortlichen, um auch Gefahren erkennen zu können, ist diesbezüglich sehr zentral. Ich denke, schlussendlich müssen wir eine Sicherheitsumgebung haben, die State of the Art ist, die in der Privatwirtschaft ist, die gelebt werden kann, aber auch die finanziert werden kann. Ich denke, da muss man eine gesunde Zwischenbilanz
gesundes Verhältnis haben, damit man da nicht oben rausschießt, aber auch nicht am falschen Ort schlussendlich spart. Uns hilft sicher, wenn man gewisse ISO-Zertifizierungen vom Cloud-Partner hat. Ich denke da an ISO-Zertifizierung 27001, 20.000 oder die ISO-Zertifizierung 9001. Das sind wichtige Zertifizierungen, wo man schon weiß, was der Partner an Sicherheit mitbringt. Und schlussendlich lohnt es sich auch, wenn man eine solche neue Lösung oder einen solchen neuen Lösungsweg geht, auch vielleicht diese Vertragswerke auch rechtlich beurteilen zu lassen, auch in Bezug auf die Sicherheit, um alle Punkte schlussendlich auch vertraglich abhandeln zu können. Wie sieht es in Bezug auf die Kosten aus? Ich denke, das ist ein Punkt, der auch schwer zu beantworten ist, denn es ist immer eine Frage, was rechnet man alles in die Kosten rein schlussendlich? Und da ist auch sehr schwierig, Vergleiche zu machen mit anderen Verwaltungen, denn jeder rechnet das ein bisschen anders und man hat noch nicht so einen standardisierten Kostenvergleich. Wir haben schlussendlich bei den Investitionen sicherlich eine Einsparung. Bei den laufenden Kosten, diese steigen natürlich ein bisschen mehr, weil wir alle Produkte nur noch gemietet haben. Also uns gehört keine Schraube mehr im Informatikbereich, das ist alles gemietet. Und gesamtheitlich sparen wir bei den Investitionen schlussendlich. Aber wir bekommen fürs gleiche Geld natürlich eine viel breitere und bessere Dienstleistung. Also wir haben einen verbesserten Support, wir haben verbesserte Sicherheitsrahmenbedingungen und. Und diese Kosten sind auch da schwierig zu beziffern. Es sind auch viele so weiche Faktoren, die da mitspielen bei den Kosteneinsparungen. Was für uns auch enorm an Zeitersparnis mit sich bringt, auch Kostenersparnis ist, wir müssen keine großen Submissionen mehr machen. Also wir müssen, wenn wir 30 PCs ersetzen, nicht mehr eine Submission machen, respektive da Einladungen schreiben und Pflichtenhefte schreiben, um wieder die Produkte abzulösen. Das entfällt, wenn man so eine Mietvereinbarung hat für alle Geräte. Die Kosten sind transparent und ich denke, das ist entscheidend. Heute wissen wir, wenn eine neue Stelle besetzt wird, was das kostet, also was kosten die Informatikmittel. Es ist transparent auch für die Politik. Sie sehen, wo wir das Geld investieren. Wir sind auch bedeutend flexibler geworden, da wir die IT-Mittel nur monatlich mieten. Das heißt, wir können auf den nächsten Monat, wenn ein Mitarbeiter rausscheidet, die Stelle wird nicht wieder besetzt, kann man einfach abbestellen und die Kosten sind draußen. Haben wir temporär, müssen wir mehr Mitarbeiter einstellen, um gewisse Aufgaben lösen, dann können wir einfach 3 Arbeitsplätze wieder bestellen. Die kommen, sind da, also wir sind da viel flexibler geworden und haben auch viel, viel weniger Aufwand, um dann kurzfristig auch Veränderungen herbeizuführen. Was empfehlen Sie anderen Gemeinden als Vorbereitung? Ich denke, man muss Klarheit haben, was für Anforderungen stellt man an die Informatik, losgelöst, wie man das später lösen will. Es ist ganz zentral, welche Leistungen muss die Informatik vollbringen, damit wir ein möglichst gutes Business lösen können. Ich denke, es ist nicht entscheidend, dass ich eine Harddisk XY habe, aber es ist wichtig, dass ich einen effizienten Prozess habe und dass die Informatikmittel für diesen Prozess optimal bereitgestellt werden können. Es muss die Informationssicherheit muss gewährleistet sein. Ja, und wie wollen wir das sicherstellen? Was für Anforderungen stellen wir an die Informationssicherheit? Daraus sind dann je nachdem ganz verschiedene Lösungen möglich, die man dann später verfolgen kann. Wie viele personelle Ressourcen möchte ich auch zur Verfügung stellen? Das ist eine ganz matchentscheidende Frage. Also wollen wir für die Informatik 5 Stellen zur Verfügung stellen oder wollen wir nur 20% zur Verfügung stellen? Was machen wir, wenn ein IT-Verantwortlicher nicht da ist? Wie lösen wir das mit dem Support? Wollen wir den selber lösen? Wollen wir da nichts damit zu tun haben? Das sind ganz zentrale Fragen, die man sich im Vorfeld überlegen muss, wo man den Schwerpunkt legen will und daraus ableiten sind dann auch die Lösungswege, die man weiterverfolgen muss, dann relativ klar ableitbar. Man soll aber auch, und das ist ein ganz zentraler Punkt, man soll bestehende Lösungen vor Ort anschauen. Es ist wichtig zu sehen, ja, wie arbeiten andere Verwaltungen mit sogenannten Cloud-Lösungen. Es gibt ja nicht nur eine Cloud-Lösung, es gibt verschiedene Ansätze von Cloud-Lösungen. Man soll dorthin gehen, man soll schauen, wie es geht, man muss es erleben können.
Nur so bekommt man einen Eindruck, wie eine Cloud-Lösung funktioniert, um auch eine gewisse Unsicherheit abbauen zu können. Und da empfehle ich jedem, geht zu denen, die schon eine haben, fragt dort, lässt euch das präsentieren und dann denke ich, kann man das in den Anforderungskatalog dann mitnehmen. Und ich denke, es hat genügend Gemeinden mittlerweile, die damit arbeiten und sicherlich auch Hilfestellungen leisten. Denn das A und O schlussendlich ist dann ein gutes Pflichtenheft zu schreiben, eine gute Submission zu machen, so dass man dann auch das bekommt, was man eigentlich sich wünscht. Würden Sie es wieder wagen? Was würden Sie anders machen? Also man darf sagen, wir würden sicherlich keinen Schritt mehr zurück machen. Wir sind wirklich glücklich mit der Cloud-Lösung. Wir haben die Projektziele, die wir gesteckt haben, sei es auf der politischen Ebene, aber auch wir als Verwaltung, haben wir wirklich erfüllt mit der Cloud-Lösung, die wir heute im Einsatz haben. Wir können die gesteckten Ziele abhaken und sagen, jawohl, da sind wir. Das heißt nicht, dass alles erledigt ist, sondern wir müssen, dass die Cloud-Lösung lebt. Wir haben immer wieder neue Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Aber es fällt uns einfacher, auf die neuen Anforderungen zu reagieren. Und ich denke, zwei Stichworte, die digitale Transformation, E-Government. Ich denke, wir haben mit einem Cloud-Partner, einen Partner, der in diesen Themen tief drinsteckt und der uns auch berät und wir standardisierte Lösungen auch einsetzen können. Das spart wieder Kosten und wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Also der Weg in die Cloud war wirklich ein sehr guter Weg. Ein arbeitsintensiver Weg, ein Weg, den die Verwaltung auch gefordert hat. Wir mussten lernen, umzudenken, unsere Rolle neu zu definieren, mehr das Prozessdenken in den Fokus zu setzen, weder die technischen Elemente. Das Projekt ist abgeschlossen. Ist die Arbeit damit getan? Ich denke, das wird nie fertig sein. Unser Leben in der Verwaltung ist auch einem stetigen Wandel unterzogen und das bedingt auch immer wieder neue Lösungsansätze und wir müssen uns auch in Zukunft stetig bewegen und ich denke, wir müssen uns schneller zu bewegen, also lernen uns schneller zu bewegen und ich denke, mit einer Cloud-Lösung können wir das, weil wir dann auch einen kompetenten Partner haben, der uns in diesen interessanten Themen auch gut unterstützen kann.